Hola Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Harvest Neue Augen. Das letzte Mal haben wir hier ja mit den komischen Leuten da in der komischen Rollenspielrunde hier gesprochen und die meinten, wir sollen ihnen eine Pizza backen. Die Pizza haben wir auch schon bestellt, Spermies Pizza Margherita ist das hier. Und jetzt sollen wir die irgendwie belegen, aber jeder hat da so seine gewissen Vorlieben, was er mag und was er nicht so mag. Und ja, ich glaube, das könnte echt schwer werden, denen da gerecht zu werden. Zumal wir hier ja auch noch diese... Na, gehst du hier weiter? Super. Diese komischen Pissoirs hier haben, wo wir überall noch was reintun sollen. Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht ganz sicher, was wir da so reintun können. Die Duftkerze, die ist doch hier. Ach Moment, wir dürfen ja eh nicht mit Feuer spielen. Dann machen wir das erstmal aktivieren. Vielleicht können wir ja die gelbe Duftkerze hier in das gelbe Pissoir machen. In der Klosterschulordnung gab es einen extra Absatz, dass Lilly immer einen Mindestabstand von 50 Metern zur Waschküche einzuhalten hatte. Ihr versteht sicherlich langsam, warum. Ach Mann. Vielleicht können wir aber das Seidentuch, das ist ja so leicht blau das in das Blau. Das war bereits frisch gewaschen. Das war bereits frisch gewaschen, das ist natürlich doof. Dann müssen wir jetzt Sachen suchen, die wir waschen können. Warum auch immer. Ich weiß noch nicht, was uns das bringen soll, wenn wir jetzt hier diese Sachen haben. Zum Wartungsraum. Vielleicht kommen wir da irgendwo weiter. Moment, mir kommt eine Idee. Wir haben hier eine Kreditkarte und wir können spitze Gegenstände verwenden. Wo ich hier gerade dieses Pieks-Ding da sehe, Dosenöffner, können wir doch hier uns eine Lochkarte basteln. Los, bastel dir eine Lochkarte, Lilly. Dr. Marcel würde sich sicher freuen. Lilly hatte mit Hilfe seiner Kreditkarte Konfetti gemacht. Ja, und dann gehen wir mal da eben runter. Da gibt es bestimmt irgendwo was, wo wir das reinstecken können. Ja, passt sogar. Super. Ach, nee. Na toll. Hier wollte ich gar nicht hin. Nee. Laterne. Motten umschwirrt. Das hatten wir schon mal angeguckt, ne? Ah, ja, dann müssen wir jetzt mit dem komischen Typ reden. Hallo. Hallo, Fremde. Ach, guck mal, der hat einen gelben Bevor Schal. Du etwas sagst, hol doch bitte einmal tief Luft. Ich glaube, das ist ein Österreicher. Und ist das etwa der Duft der Freiheit? Ich glaube, das ist der Duft meiner Duftkerze. Atemluft, bestehend aus Sauerstoff, Kohlendioxid, Stickstoff, Ruß aus dem Anstaltskamin und eine Prise Dieselöl vom Fuhrpark. Er hat die 1% Edelgase vergessen. Na, ist wohl kein so ein Chemie-Pro. Ich möchte ja ungern melodramatisch erscheinen, aber ich hege Skepsis gegenüber dieser sogenannten Freiheit. Seit Dr. Marcel die Leitung des Sanatoriums vernachlässigt, tragen wir Insassen die Bürde, unsere Grenzen selber abzustecken. Und bevor ich dieser Einladung in die Freiheit entspreche, muss ich mich doch Folgendes fragen. Gibt es nicht vielleicht doch so etwas wie gute Grenzen? Und kann ich selbst im Optimalfall darüber entscheiden, wo meine eigene Freiheit anfängt und aufhört? Es ist doch so. Niemand hindert mich daran, die Anstalt zu verlassen. Macht mich das jetzt frei? Kann ich einfach so davon fliegen? Meine Flügel ausbreiten und vom Anstaltsdach springen? Der Drang ist da. Wie jede Biene sehne ich mich danach, über Blumenfelder zu schwirren und Honig zu sammeln. Genau. Aber noch kämpfe ich dagegen an. Irgendwas an dieser Freiheit stinkt. Bestimmt hat er sich in die Hose gemacht. Was ist jetzt? Mehr können wir nicht mit dem quatschen. Ich bin skeptisch. Ich verspüre zwar, aber kann irgendwas... Ja, an der Freiheit stinkt. Ja, schön. Da können wir ja richtig viel mit ihm reden. Geben wir ihm eine Duftkerze, dann stinkt's nicht mehr. Ach. Bla, ich hab vergessen, das Verbot zu deaktivieren. Ja. Hui. Vielleicht geht das ja. Dann stinkt's nicht mehr. Das riecht gut. Aber auch wenn die Illusion fast perfekt ist, es sind doch nur künstliche Aromen und chemische Ester. Eine fast perfekte Illusion. Aber nichts Reales. Wie alles hier in der Anstalt ist es nur der halbherzige Versuch, uns ein Leben in Freiheit vorzugaukeln.
Und jetzt, da uns niemand mehr daran hindert, die Anstalt zu verlassen, bietet es eine willkommene Ausrede, den Schritt nach draußen feige zu verweigern. Du hast recht, Fremde. Ich drück mich nur von meiner Verantwortung. Der Verantwortung vor mir selber. Das Angebot, das mir die Welt da draußen unterbreitet hat, auch anzunehmen. Ich danke dir. Der springt jetzt aber nicht, oder? Ich habe endlich einen Entschluss gefasst. Oh nein. Ich kann hier nicht länger in Untätigkeit herumsitzen. Ich sollte über Blumenfelder schwirren und Honig sammeln. Baba Anstalt. Servus Freiheit. Junge? Lilly freute sich, dass sie dem Bienenmann geholfen hatte. Schon bald würde er an einem besseren. Ich dachte nur, weil er meinte, Freiheit stinkt. Dann guck mal. Duftkerze und wo so. Der Mann im Bienenkostüm jetzt war, brauchte er offenbar keinen Schal. Und den Schal? Mir kommt gerade noch eine Idee, weil wir brauchen ja noch eine Lochkarte, denke ich mal. Wir geben einfach mal das Seidentuch zu der Laterne. Lilly und können hatte die Motten sich schon das oft gewünscht, in einen Zoo zu gehen und zerfressen. Tiere zu füttern. Super. Es war noch ich bin so unglaublich schöner, als sie kreativ. Es sich ausgemalt hatte. Die Motten hatten ganze Arbeit geleistet. Geil. Ich sollte öfter so spät spielen, dann kommen mir die besten Einfälle. Das gelbe Tuch haben wir ja jetzt auch schon mal. Hier ist nämlich noch ein Lochkartenschlitz, ist mir beim Angucken der Aufnahme. Es war hoffnungslos. Was? Hier fehlte offenbar eine Art Karte. Das geht offenbar nicht. Tja, nu, können wir eigentlich hier irgendwo runtergehen? Tja, scheiße, ne? Zum Kaminschacht. Ach, wir könnten ja mal zu Herrn Mantel gehen und dem einen Staubwedel vorbeibringen. Was hast du da? Einen Staubwedel? Ja. Nicht, dass ich einen Staubwedel haben wollen würde. Oh nein, egal wie hübsch sie aussehen. Was ja nicht heißt, dass man ihn nicht mal kurz halten könnte. Nur für einen kleinen Augenblick. Das wäre ja vollkommen ungefährlich. Meinst du nicht auch? Jetzt gib ihn schon her! Ach du liebe Zeit. Ah, was für eine Erleichterung. Und schau mal, ich habe sogar mein altes Ersatzlaken wieder gefunden. Und sag bloß, es ist blau. Nimm es ruhig. Du, es ist bestimmt blau. Du hast es dir verdient. Bitte sag, es ist blau. Na, natürlich ist es das nicht blau. Das Laken war makellos weiß. Na toll. Dann lass mich mal wieder runter. Gehen wir jetzt nochmal hier rein. Hier im Kühlschrank ist auch nichts mehr, ne? Ne, dann gehen wir jetzt mal hier raus. Achso, oh, sie ist so schlau, macht den Kühlschrank erst wieder zu. Ist ja Wahnsinn, an was die Entwickler alles gedacht haben. Tja, und nu? Können wir das irgendwie kombinieren? Vielleicht hatte die Oberin recht gehabt, als sie Lilly aus dem Haushaltskurs geworfen hatte. Lilly konnte einfach nicht mit Stoff umgehen. Ich muss mal kurz wieder das mit den spitzen Gegenständen hier aktivieren, weil vielleicht... Vielleicht hatte Lilly wusste... Vielleicht hat Lilly wusste... Ach Mann, so geht denn das nicht. Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal... was... Gelbes. Was hast du da? Zeig mal her. Ja, das sagt er auch wirklich jedes Mal. Sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar benutzt. Ja, gut, mach. Hier. Brauche ich mir jetzt nicht ewig anhören. Löchriges Seidentuch. Vielleicht will sie es jetzt waschen, weil es löchrig ist. Ach. Können wir es irgendwie dreckig machen? Aber solange sie kein Ziel damit verfolgte, mochte sie ihre Wäsche lieber weich. Hart. Lilly wusste, dass man Stärke dazu benutzen konnte, Wäsche zu härten. Aber solange sie kein Ziel damit verfolgte, mochte sie ihre Wäsche lieber weich. Harte Wäsche hatte sie im Kloster lange genug gehabt. Hat Droggelbecher nicht ein blaues Kissen auf dem Kopf? Das wäre doch super, das möchte ich haben. Das Kissen stand ihm gleich viel besser. Lass mal tauschen. Wehrt euch, ihr habt noch nicht oft Rollenspiele gespielt. Es ist ganz leicht. Alles, was man dafür braucht. Ein Mangel. Ja, das möchte ich doch gar nicht. Danke, Drog.
Ich möchte ihm doch nur das hier geben. Anscheinend möchte er das nicht. Wir können hier anscheinend jeden Einzelnen anquatschen, aber ich glaube, dann kommen wir immer dazu, mit allen zu sprechen. Gittertür. Lilly war sich ganz sicher. Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden. Mit Sicherheit. Die Tür war fest verschlossen. Die Tür war fest verschlossen. Das hilft mir auch nicht weiter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt machen soll. Die Tür war... Ja, die war auch fest verschlossen offensichtlich. Tja, und nur... Was machen wir denn jetzt? Wir haben von dem Herrn Mantel ein weißes Laken gekriegt. Was machen wir damit jetzt? Warte, hier konnte man doch noch irgendwo hin. Achso, nee, das war ja hier zum Wartungsraum und zum Dach. Da kann man ja auch wieder nur gucken. Ja, hier zu sein bringt mir jetzt nicht wirklich viel. Die Idee war gut. Denn Lillys Arme sind leider zu kurz. Und da rauszugucken bringt mir auch nichts. Wir können ja nochmal mit Herrn Mantel reden. Vielleicht hilft er uns weiter. Ich hoffe nur, ich bekommt langsam Hunger. Nee, ich glaube, das bringt uns auch nichts, mit dem zu quatschen. Das Rätsel mit dem haben wir offensichtlich gelöst. Die Lampe. Hier fehlte... Ja, da fehlt offenbar eine Karte. Ich hätte jetzt das löchere Seidentuch benutzt. Es war hoffnungslos. Das hier nimmt er fehlte nicht. Offenbar eine Art Karte. Ach, was? Vielleicht Lilly muss man das härten. Das Versuch. Härten. Das macht sie jetzt ernsthaft. Na, wer sagt oh, ich habe doch eben das auch schon rumgeklickt. Hat sie es nicht gemacht. Hartes Lochtuch. Nee, das möchte ich mir jetzt erst nochmal angucken. Jetzt hatte Lilly ein hartes Tuch mit Löchern. Also diese Rätsel sind ja echt teilweise ziemlich unlogisch. Aber nun ja. Wir haben das. Und ja, jetzt geht's noch irgendwo hin. Das ist ja ein toller Kalender. Also der ist mir direkt aufgefallen, ehrlich gesagt. Hier scheint es ja auch nicht wirklich viel zu geben. Klappe. Gucken uns die Klappe an. Was kann ich da jetzt reintun? Mach ich mal weiß. Dem Erzähler verging langsam die Lust, sich Beweggründe für Lillys Handeln auszudenken. Mann. Tatsache war doch, niemand wusste, was sie da tat und warum. Na und, lass mich gucken uns das Sichtfenster an. Ach, das ist doch die Verrückte vom Friedhof. Was bist du denn hier? Bist du etwa tot? Ach, schade. Ich hätte ein wenig Unterhaltung gebrauchen können. Der Doktor hat mir verboten, mit anderen Menschen zu reden. Zumindest mit Lebenden. Ich muss dich leider bitten, zu gehen. Machen wir mal so. Du solltest nicht hier sein. Ich darf nicht mit Menschen reden. Zumindest nicht mit Lebenden. Muss ich jetzt so tun, als wäre ich ein Geist. Ich muss bestimmt in das weiße Laken Löcher reinschneiden und dann so tun, als wäre ich ein Geist. Machen wir jetzt mal. Mal gucken, ob das geht. Da können doch die Motten bestimmt auch noch was reinfressen. Die Motten schienen zwar interessiert, aber Lilly zögerte. Irgendetwas sagte ihr, dass ein mottenzerfressener Gegenstand weniger wert war als ein Heiler. Ach, schade, das macht sie nicht. Vielleicht können wir auch mit der Stricknadel... Ach komm, ich bin so doof. Ich bin so doof für dieses Spiel. Ich krieg das nicht hin mit den Verboten, dass man da immer was aktivieren muss. Das ist doch... Vielleicht hatte die Oberin recht, Lilly. Ach, Lilly weiß nicht wie. Und jetzt? Gibt's irgendwo eine Schere? Das Laken war... Ich habe keine Idee. Wirklich keine Idee. Ne, da geht's wahrscheinlich auch nicht. Da hilft uns, das hilft uns gar nichts, glaube ich. Wenn wir jetzt hier sind, das hilft wie uns schön. Du bist wieder da. Bragelbecker! Schade.
Ein baldiger Hungertod wäre eine wahre Erlösung gewesen. Die Pizza habe ich noch nicht fertig. Unterrichte sie uns von ihrem Vorankommen. Naja, das bringt mir auch alles nichts. Ach Mann. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Dieses Laken verwirrt mich. Das ist im Überwachungsraum. Die Tür war fest verschlossen. Die könnten ja eigentlich mal gucken, wenn wir schon hier sind, dass wir dann die Tür aufmachen. Können wir da wieder rein? Ja, toll. Super, das gefällt mir doch. Dann haben wir hier die Klappe. Was können wir denn da rein tun? Gehen wir in eine Stricknadel. Dem Erzähler verging lang Tatsache. Ach Mann. Vollknäuel. Dem Erzähler. Mehr haben wir ja nicht dabei, was wir ihr geben können. Den Rest brauchen wir ja für unsere Pizza. Du solltest nicht hier sein. Ich darf nicht. Ich strick doch da. Zumindest nicht mit Lebenden. Braucht ihr doch bestimmt irgendwann noch einen Wollknäuel. Ach ja. Die bringt mich ja gar nicht weiter. Wir müssten diesen Harvey nehmen. Der sonst so neunmal kluge Stoffhase gab keinen Mucks von sich. Ob er beleidigt war? Wir müssten diesen Harvey eigentlich mal an uns nehmen. Oder hier irgendwie diese Gittertür öffnen. Aber das kriegen wir wohl nicht hin. Dafür haben wir noch nicht die Skills. Verwirrung. Ich packe jetzt einfach alles ins Klo. Das war bereits frisch gewaschen. Ja, und das ist mir doch wurscht. Das war. Ich will das auch nicht waschen. Blaues Wollknäuel. Blaues war bereits. Ach, das war überhaupt nicht frisch gewaschen. Weißt du, wie oft wir das benutzt haben? In der Klosterschulordnung gab es. Ach so. Machen wir das jetzt. Was sagte man dazu? Grüne Tomaten. Was? Das macht sie? Grüne Tomate. Aha. Machen wir jetzt die Blaubeeren rot. Was sagte man dazu? Schmeckt bestimmt rote gut. Blaubeeren. So mit so eingefärbten. Ja, toll. Das erkenne ich doch gleich alles nicht mehr wieder. Na, na, na. Du verfärbst ja noch die ganze Wäsche. Mit Bananen. Ist bescheuert. Wäsche gedacht. Wenn du welche dabei hast, kannst du das Pissoir so lange benutzen, wie du willst. Aber nicht vorher. Wo kriege ich denn jetzt was Blaues her? Ach, Mann. Ich check das gerade nicht. Und vor allem, warum können wir das Obst einfärben und das Gemüse? Macht auch keinen Sinn. Machen wir jetzt mal gelben Brokkoli. Gelber Brokkoli. Ja, wundervoll. Jetzt haben wir auch gelbe Bananen. Die müssen wir noch blau machen. Ne, wir machen die Bananen jetzt auch rot. Was sagt denn rot? Rote Bananen. Wundervoll. Ja, das ist alles etwas verwirrend gerade für mich. Ich werde jetzt mal gerade noch ein bisschen überlegen und ich beende aber jetzt erstmal hier den Part für heute. Dann können wir morgen oder, naja, wir machen das einfach im nächsten Part weiter. Vielleicht habe ich dann ja schon eine Idee, wie wir das machen können und ja, ne? Das schaffen wir schon. Also, bis dann, Leute.